Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Reitkunst-Herausforderung Nummer 7 machst. Es gibt hier mehrere Wege. Entweder du spielst einfach die Story, versuchst auf dem Pferd zu bleiben, weil du musst 7 Gegner töten, ohne vom Pferd zu fallen, das ist ganz, ganz wichtig. Oder dir geht es so wie mir, ich habe die Story schon abgeschlossen und du fragst dich jetzt natürlich, ja, was mache ich jetzt? Wo finde ich jetzt die Gegner? Das erste, was ich herausgefunden habe, du kannst die Herausforderung auch in einer normalen Stadt machen. Also das heißt, du kannst einfach in eine normale Stadt fahren und dort die Leute abschlachten, aber das kostet natürlich alles Kopfgeld und deine Moral sinkt. Also du siehst, die Herausforderung geht auch in einem friedlichen Ort. Also das heißt, du musst sie nicht unbedingt gegen ja, echte Gegner machen, sondern du kannst es auch in einem normalen Ort machen. Bedenke dabei, dass natürlich dein Kopfgeld steigt und frag dich, ob dir das wert ist. Die zweite Möglichkeit ist, einfach zu irgendeinem Fort zu fahren, wo noch Gegner sind. Es gibt nämlich noch Stellen, ich zeige dir jetzt gleich eine Stelle, und dort einfach ein paar Gegner zu töten. Hier siehst du zwei Stellen, an denen Gegner sind, auch wenn du das Spiel schon abgeschlossen hast. Einmal hier, wo die alte Basis war, und auch hier gibt es genug Gegner. Du siehst es, es sind mehr als 7, dann kannst du die Herausforderung ganz einfach machen. Nun hast du die Herausforderung geschafft und du siehst auch unten steht, schalte den Reitkunstpatronengurt beim Trepper frei. Also du schaltest hier auch noch einige Sachen frei, vergiss das nicht. Also die Herausforderungen sind nicht ohne Grund da. Ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch auch noch dazu, dass du es geschafft hast, dass du hier auch durchgehalten hast. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du meine Arbeit schätzt, indem du mir einen Daumen hoch da lässt, denn dann werde ich noch bessere Videos für dich produzieren. Und in deinem Interesse würde ich den Kanal natürlich abonnieren, damit du nichts verpasst. Also, viel Erfolg weiterhin und wir sehen uns im nächsten Video.